Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen Darmstadt 98. Endstand aus unserer Sicht 2-4. Die ersten Worte zum Spiel bekommt wie immer der Gästetrainer Thorsten Lieberknecht. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ihr Kommentar bitte. Ja, vielen Dank und hallo zusammen. Wenn du 4-2 gewinnst, dann fällt es immer relativ leicht, von einer sehr guten Mannschaftsleistung zu sprechen. Aber ich glaube, es hat jeder im Stadion gesehen, dass wir hier bemüht waren, einfach auch unser Heil nicht nur in der Defensive, sondern in der Offensive auch zu suchen. Und Fußball ist manchmal mehr als nur Taktik, sondern es geht halt auch um eine Leidenschaft. Es geht darum, vielleicht über Grenzen hinauszugehen. Und ich glaube, dass die Mannschaft insgesamt heute das getan hat, dass sie bereit waren, eben viele Dinge auch zu verteidigen, die man nicht immer einfach verteidigen kann. Ich denke da gerade an die Schalker linke Seite mit Ojewan, das ist schon eine herausragende linke Seite, wo Matze Bader dann trotz allem wie ich fand, einen sehr, sehr ordentlichen Job gemacht hatte und Standards zu verteidigen. Bei der Größe, mit der Qualität ist auch nicht immer ganz einfach. Und so haben wir das 1-0 gefangen und haben aber wie des Öfteren schon auch direkt eine sehr, sehr gute Antwort parat gehabt. Und diese Sicherheit, das muss ich sagen, das merke ich an mir selbst. Du wirst ja nicht unruhig als Trainer, sondern du weißt, dass die Jungs die Antwort geben werden. Und das haben die Jungs dann wirklich auch gemacht. Mit zwei schönen blitzsauberen Toren, klasse herausgespielt, dann sich in Führung gebracht. Und trotzdem weißt du eben hier bei der Kulisse, bei dem Privileg, hier spielen zu dürfen, ist so eine zweite Halbzeit dann auch intensiv. Und mit dem 3-1, aber dann mit dem 3-2 Anschlusstreffer haben wir gemerkt, dann hätte es nochmal richtig heiß werden können. Aber Gott sei Dank haben die Jungs auch da wieder die richtige Antwort gefunden, relativ schnell, und haben den Deckel dann drauf gemacht. Und deswegen sind wir natürlich alle wahnsinnig happy darüber. Ich auch, auch stolz über die Mannschaft, wie sie sich präsentiert hat. Und nehmen das Spiel einfach auch wieder mit für einen langen Prozess, den wir auch noch vor uns haben. Also von daher eine schöne Geschichte heute hier zu gewinnen, weil wir alle wissen, wie schwer die zweite Liga eben halt auch zu bespielen ist. Und bei Schalke 04 sowieso. Dir, Dimi, für die kommenden Spiele erstmal alles, alles Gute. Und und für Schalke 04 natürlich auch. Danke. Danke, Thorsten Lieberknecht. Dimi, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, zunächst mal Glück auf und Hallo in die Runde. Wir sind natürlich enttäuscht über das Ergebnis und über die Niederlage, vor allem hier zu Hause vor unserer heimischen Kulisse, weil die Jungs auch in den letzten Spielen, vor allen Dingen auch bei den Heimspielen, ein gutes Gesicht gezeigt haben, auch die Fans mit einem guten Gefühl haben nach Hause gehen lassen. Das war heute, fand ich, mit dem Einstieg eigentlich ganz gut. Wir führen 1-0 gegen eine Darmstädter Mannschaft, die in den letzten Spielen wirklich sehr gut gespielt hat und auch gepunktet hat. Und wir wussten auch im Vorhinein in der Analyse, dass sie ja sehr, sehr konterstark sind, vor allen Dingen nach Ballverlusten. Und unser Plan war es eigentlich zu sagen, okay, wir wollen nicht zu lange in der Spieleröffnung bleiben, nicht zu lange auch in diesem Bereich, auf den Sechserbereich, und wollten eigentlich relativ früh auch den Simon vorne suchen, über die Flügel kommen und den Ball in den torgefährlichen Bereich bringen. Und wenn man sich die Gegentore anschaut, dann ist viel Ballverlust dabei. Dann haben wir teilweise den Ball eigentlich schon und geben ihn dann nochmal her. Und der Gegner hat das dann auch eiskalt einfach auch ausgenutzt. Und das ist heute, glaube ich, der Unterschied gewesen. Ich finde es schade, dass wir das 1-0 nicht irgendwie noch weiter halten konnten oder weiter unsere Art und Weise weiter auf den Platz bringen konnten. Und immer in dieser Phase, wo man denkt, okay, auch nach dem Rückstand, wir kommen wieder zurück, wir sind wieder da, hat der Gegner dann wieder eiskalt zugeschlagen und wir mussten wieder hinterherlaufen, hatten noch einige Möglichkeiten, dann auch nochmal ranzukommen. Aber letztendlich, muss man sagen, haben wir leider die entscheidenden Fehler gemacht, die dann der Gegner heute eiskalt ausgenutzt hat. Und ich hatte aber trotzdem die sind mit der Art und Weise ins Spiel gegangen, die war gut, die wollten auch unbedingt. Aber wir haben heute leider zu viel mit Herz gespielt, zu viel es irgendwie versuchen, anstatt vielleicht auch mal die Struktur walten zu lassen und zu sagen, okay, wie müssen wir stehen, wie müssen wir auch mal nach Ballverlust oder nach Ballgewinn den ersten Ball spielen, den haben wir dann zu früh wieder hergegeben und der Gegner hat das leider ausgenutzt. Thorsten, auf jeden Fall Glückwunsch nochmal zum Sieg und auch den Lilien, und ich wünsche Darmstadt alles Gute für die Saison und eine gute Heimfahrt. Dankeschön. Danke, Trainer. Gibt es Fragen an einen der beiden Trainer? Fangen wir vorne in der ersten Reihe an. Ja, Erik Hartmanns, mein Name von Darmstädter Echo. Hallo, Herr Lieberknecht. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Erfolg. Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, dass Sie den Sieg mitnehmen in einen langen Prozess.
Wenn man jetzt auf Schalke 4-2 gewinnt, wo Sie davor gesagt haben, da herrscht so ein bisschen Erstligaluft und mal auf die Tabelle schaut, bis wohin kann dieser Prozess denn gehen aus Ihrer Sicht? Ja, erstmal fängt der Prozess damit an, dass wir gar nicht auf die Tabelle schauen, sondern dass, wenn wir überhaupt mal hinschauen, immer noch gucken, was auf der rechten Seite steht der Tabelle, bevor man nach links schaut. Und wenn du jetzt jedes Spiel verlierst, wirst du wahrscheinlich absteigen. Also von daher war das jetzt ein weiterer Sieg für Punkte sammeln. Und das ist jetzt erstmal unser, kein auch Understatement oder so. Wir wissen schon, dass wir jetzt gegen Top-Teams herausragende Siege eingefahren haben. Aber wenn du weißt, wie die eben erarbeitet werden müssen, bist du relativ schnell auch wieder in so einer, ich mag das Wort nicht, aber trotzdem demütigen Haltung, wenn du dann auch siehst, wie der nächste Gegner wieder heißt, ist der FC St. Pauli. Also es wird ja alles nicht einfacher und deswegen ist es jetzt erstmal so, dass, ja, du hast ja einen jungen Spieler drauf, ein Patti Pfeiffer, wenn ich sehe, mit Thomas Isherwood hinten drin, in dieser Kulisse oder vor dieser Kulisse sich zu zeigen, präsent zu sein, ein Tobi Kempe, der wieder mal heute auch ja, extrem seriös defensiv gespielt hat, ja, und das sind so Dinge, ja, wo du merkst, okay, die Jungs nehmen viele Sachen an und bleiben trotzdem aber auch, und das liebe ich an dieser Mannschaft, dass sie eine Bodenständigkeit mitbringt, dass er natürlich jetzt sich freut, wie wir auch alle, aber dann auch wieder so bereit ist, und diese Lust spüre ich halt extrem, dass er gerne, das ist ja unsere Arbeit, dass sie gerne halt zusammenarbeiten und mehr auch nicht, und die Lust eben zu trainieren, die Lust dann ein Spiel anzugehen und alles rauszuholen, ja, weil das war heute schon auch sehr wichtig, ja, dass wir halt frühzeitig stören, dass wir anlaufen, dass wir nicht jeden Passweg gerade auf den hohen Flügel dann Oje waren, gerade über die linke Seite, dass du nicht jeden geschlossen bekommst, aber dann halt wusstest, okay, wenn die Flanke kommt, wie verhältst du dich, ja, ein Terodde gibt ihm keine Luft, und das sind so Prozesse, ja, wo du weißt, du hast auch mit verschiedenen Grundordnungen zu tun, vom Gegner, so spezielle Dinge, und das ist das, was wir mitnehmen, so, und alles andere ist, wie gesagt, eine Tabellensicht, wie man sie sehen möchte jetzt zu der Phase. Ja, ich gebe zu, meine Frage wäre in die ähnliche Richtung gegangen. Michael Maxen von FFH, also man kann es ja nicht anders sagen, Darmstadt ist die Mannschaft der Stunde aktuell. Sie haben es jetzt eben schon so ein bisschen beschrieben, was Ihre Mannschaft ausmacht. Worauf kommt es denn jetzt an, so die nächste Zeit? Einfach so weitermachen, weil Sie haben ja schon gesagt, Ihre Mannschaft wird nicht irgendwie abheben. Worauf kommt es jetzt an? Ja, einfach so weitermachen, weiter trainieren. Spieler, die heute nicht dabei waren, Yannick Müller, Clemens Riedl, der überragende Spiele gemacht hat am Anfang. Jungs, die eben heute gar nicht so sehr zum Einsatz gekommen sind, die vielleicht zu Hause, die weiterhin wertschätzen, das Team stärken, wieder das nächste Spiel angehen, solide bleiben, trotzdem auch mal eine Zeit haben, wo man mal durchatmen kann. Ja? Das sind die wichtigsten Dinge. Und dann nochmal, freust du dich wieder aufs Böllenfalltor gegen St. Pauli, was ja auch Highlights sind, ja, für uns, definitiv. Und so gehen wir eigentlich jedes Spiel an, weil jeder Name in der zweiten Liga irgendwas ganz Großes hat. Und wir gehören dazu und fühlen uns auch nicht ganz so klein. Gibt es weitere Fragen an die beiden Trainer? Andreas Ernst für die Funke Mediengruppe. Darmstadt ist die Mannschaft der Stunde. Schalke hat jetzt 3 Pflichtspiele hintereinander verloren. Wie ist dein Austausch zur sportlichen Leitung? Fühlst du dich noch sicher in deinem Job? Was bekommst du für Rückmeldung? Ja, es ist natürlich klar, dass wir jetzt nach diesem Spiel alle enttäuscht sind, aber wir sind die ganze Zeit im Austausch. Wir reden miteinander, wir analysieren die Situation, und so werden wir das dieses Mal auch tun. Und natürlich ist es vor der Länderspielpause nicht schön, wenn man da mit so einem Ergebnis da reingeht, und alles andere werden wir so handhaben wie vorher auch. Ich schaue mal in die Runde. Machen wir hier vorne weiter. Ich würde noch mal eine Frage stellen zu Philipp Tietz. Also jetzt zuletzt in den letzten Spielen ist er mal ausgewechselt worden. War nicht so glücklich, glaube ich, mit seiner Leistung. Heute, also, war aus meiner Sicht sehr gut. Können Sie vielleicht noch mal 1-2 Takte zu ihm sagen? Ja, ich fand, dass er sehr präsent war in den direkten 1-gegen-1-Duellen. Wenn er natürlich solche Jungs hinten drin hast, 3 an der Zahl, wo du dich durchsetzen musst. Das ist dann schon auch bei ihm auch eine Weiterentwicklung, die man sieht. War aber auch wichtig, ihn jetzt
fand seine Phase, man kann ihn halt immer nur an den Toren messen. Er hat auch in den Spielen davor, hat er, wie ich fand, eben halt auch eine gute Präsenz gezeigt. Man, ja, und dann bist du auch wieder bei diesem Prozess. Du merkst, die Mannschaft versucht sich halt auch dementsprechend darauf vorzubereiten, was da für einer ist. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir ihn auch unterstützen müssen in der Phase, wo es vielleicht mal nicht ganz so rund läuft, weil er eben immer noch ein sehr, sehr junger Spieler ist. Und das Allerwichtigste ist, dass er halt auch weiß, warum schießt er Tore. Hängt halt damit zusammen, dass die Bälle halt auch von hinten nach vorne getragen werden. Noch wichtiger ist, dass die hinten wissen, dass er vorne mit Pfeiffer zusammen, Honzak heute, Braden Manu, eben halt auch dafür verantwortlich sind, dass hinten eben halt auch die defensive Arbeit mit einer Fokussierung stattfinden kann. Und deswegen sind wir immer bei der Gesamtheit. Das ist das Wichtigste. Trotzdem hat er heute, klar, wenn du zwei Tore schießt, wenn du dich so präsent zeigst, wenn du dich durchsetzt in entscheidenden Momenten, wenn du die Coolness hast vor dem Tor, das muss man dann schon sagen, das hat er dann schon klasse gemacht, ja. Andreas Ernst nochmal. Dimi, wie erklärst du, dass einer auf vielen Positionen so erfahrenen Mannschaft durch so ein Gegentor zum 1:1 so der Stecker für eine gewisse Zeit gezogen werden kann? Ja, das müssen wir natürlich nochmal mit den Jungs besprechen. Und man hat natürlich gemerkt, dass wir nach dem 1:0 zwar da waren, aber das schnelle 1:1 und vor allen Dingen dann auch das 2:1 hat man schon gemerkt, dass das ein Bruch in unserem Spiel war und dass das den Jungs auch wehgetan hat. Und das hat auch ihre Spuren hinterlassen. Auf der anderen Seite sieht man natürlich, wenn man dann auch dann zurückkommt, auch auf Darmstädter Seite, dass es dann dem Gegner natürlich auch nochmal mehr Rückenwind gibt und noch mehr vielleicht auch in die Karten spielt, dann noch mehr dran zu glauben, dass man hier auch gewinnen kann oder ein gutes Ergebnis holen kann. Und nochmal, ich glaube, dass die Jungs trotzdem wollten. Wir haben einfach heute ja vielleicht zu viel mit dem Herzen versucht, das alles zu machen, aber wir haben einfach nicht zu viel nachgedacht, sondern wir hätten nochmal in der richtigen Phase auch mal sagen müssen, okay, wir spielen den ersten Ball vielleicht direkt lang, spielen nicht kurz, damit der Gegner eingeladen wird, das Tor zu bekommen, oder schlagen ihn in dem Fall dann auch beim zweiten Tor bei Co. vielleicht, wo er eigentlich schon vor Pfeiffer oder vor Titz, weiß ich jetzt nicht, den Ball hat, aber er will ihn den Ball mitnehmen, anstatt den Ball zu klären. Das waren heute Entscheidungen, die wir heute nicht gut getroffen haben. Und die natürlich heute auch eiskalt ausgenutzt wurden. Und das ist sehr, sehr schade für die Jungs, weil ich das Gefühl hatte, auch vor dem Spiel, dass sie Bock hatten, dass sie Lust hatten, dass sie unbedingt hier den Dreier wollten. Und mir tut es für die Spieler sehr leid. Ich hätte noch mal eine Frage an Sie, Herr Lieberknecht. Kurz vor der Halbzeit haben Sie eine gelbe Karte bekommen. Können Sie vielleicht noch mal irgendwie kurz was zu der Situation sagen, wie Sie es gesehen haben, was der Schiedsrichter zu Ihnen gesagt hat? Ja, gesagt nichts, hat gleich gelb gezeigt. Das ist die Aussage dann. Ich habe mich über ein Foulspiel aufgeregt, aus meiner Sicht, das für uns hätte zählen müssen. Aber gut, war jetzt die erste Aktion eigentlich. Habe ich mich ganz gut verstanden gehabt, auch mit dem vierten Offiziellen da von Anfang an. Gut, aber dann ja, kriegst du halt mal gelb. Wichtig ist dann, ohne gelb-rote Spiel zu beenden. Oder rot, ich weiß nicht, was gibt es da alles? Ja. Adi, Ernst nochmal. Dimi Salazar saß heute zunächst auf der Bank. Du hast dich für Drexler und Latzer entschieden. Kannst du was zu dieser Entscheidung sagen? Und vielleicht zur Leistung von Latzer, der so ein bisschen neben sich war, fand ich, in manchen Phasen des Spiels. Es ist natürlich klar, dass der Danny noch nicht bei 100% ist nach seiner langen Verletzung, aber er ist unser Kapitän. Und ich bin der Meinung, wenn unser Kapitän fit ist oder über 60, 70 Minuten fit sein kann, dann spielt er auch bei mir, weil er auch eine wichtige Persönlichkeit auf dem Platz ist. Und ich hatte auch vor dem Spiel betont, dass es einen Härtefall geben wird, dass einer von den Jungs, die jetzt auch hätten auch durchaus spielen können, auf der Bank waren. Wir haben uns für Rodrigo heute entschieden und letztendlich, wenn man dann verliert, kann man sagen, hätte man vielleicht ihn aufgestellt oder nicht. Ich bin aber da kein Freund von, weil ich fand, dass die anderen Jungs es teilweise auch gut gemacht haben. Wir wurden einfach heute brutal bestraft durch eine gute Mannschaft aus Darmstadt, das darf man auch nicht vergessen. Aber ich denke, dass es trotzdem von der Art und Weise, wie wir es angehen wollten, die richtige Entscheidung war. Und jetzt werden wir nochmal uns schütteln. Wir werden diese Enttäuschung natürlich heute und vielleicht auch morgen mitnehmen, aber dann werden wir schauen, dass wir so schnell wie möglich wieder den Blick nach vorne schauen. Gibt es weitere Fragen an die beiden Trainer? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanken wir uns ganz herzlich den Gästen aus Darmstadt. Eine gute Heimreise und alles Gute für die restliche Saison. Und ansonsten dem Rest noch einen schönen Sonntag. Tschüss, ciao.